willkommen zu der neuesten Folge von Cineswiss, eurem hoffentlich liebsten Film- und Serien-Podcast überhaupt und überall. Mm. Ah, furchtbar. Hast du das für ein Geräusch gesehen? Nein, mein Bier schwimmt über. Könnte mal irgendjemand ein Kleenex reichen? Ja, genau. Das passiert, das ist immer so peinlich berührt, wenn das passiert mit euch. Ah, wirklich? Ich habe mich langsam daran gewöhnt. Ja. Ja. Apropos, wenn das passiert mit uns, wer sind wir überhaupt? Bei uns ist wie immer der Alex. Hallo. Ja, die sympathische Stimme von Sinneswiss scheint. Genau. Dann bei uns der Hill. Tschö. Der Schnügelbolle. Und ich bin der Spike. Ja. Und heute heisst es wieder mal Rückblick. Wieso sollte ich auch sonst hier anfangen? Jo, es war wieder viel gewesen. Wir haben wieder eine Woche Zeit gehabt, zum Film schauen, zum Serien schauen. Mhm. Was war sonst noch gewesen? Hey, unser herzlichst geliebter Sponsor, Ueli Bier, hat ein kleines Event gehabt im Hinz und Kunz in der Märthalle. Hill, was ist da gelaufen? Bier. Was? Absolut, ja. Also wir haben mit Hinz und Kunz so eine. Oh, wie machst du das? Heißt das? So eine. Weiß nicht. Eine Suit gemacht. Mit ihnen zusammen. Nach einem Cocktail, der Pornstar heisst, mit so Passionsfrucht und Vanille. Und dann haben wir dazu ein Bier gemacht mit so Passionsfrucht und im Glas jetzt noch Weinaroma gegeben. Erst im Glas, nicht im Bier? Genau. Also okay. Das haben die dann so. Das war Vanille gemischt mit Wodka. Halt dann als Drago. Und dann war das so eine Spritzfläschle. Wir können, wenn man will, das Glas bespritzen lassen. Spritzfläschle? Was heißt so eine? Ein Sprayer halt. Ja, so ein Sprayer, wo man drauf tut. Ein Aromasprayer in dem Fall. Ja. Okay. Genau. Und dann, ja, hast du den Anstich gesehen am Tag? Das Bier ist vor 4 Wochen oder 5 gebraut worden. Ein Anlass, das war der Anstich gesehen. Und jetzt hast du welches dabei? Nein, es sind nicht im Hinterkunst. Es ist effektiv so eine Kleinanlage, nur für die dort. Ich glaube, in der Braubar hat es noch ein Fässchen, wenn man noch will, und nicht dort raufkommt. Dann haben wir dort das trinken und dann haben sie zwei Wodka gemischt. Drinks mit Bier drin etc. Das ist ja nicht alltäglich. Eigentlich eine ganz geile Kooperation. Es ist so weh. Es ist mega spannend, ja. Aber ich bin da am Pilz trinken. Ich habe Medis nehmen, wegen ja, so Schulterplatz, eine Entzündung oder so. Müssen Medis nehmen. Und sind ganz vorbildlich, ich nicht Alkohol trinken. Dafür, aber ich habe mir einen Pilz geholt. Das ist so Kindheitserinnerung, oder? Ja. Pilz kennt ihr auch noch, oder? Ja. Habe ich damals nie getrunken. Ich bin noch 1-2 Jahre älter als ihr. Bei mir hat es noch Hutsch gegeben. Das kenne ich auch noch. Ja, das kenne ich aber Alkopops, oder? Ja, also, ja das ist die Richtung, ja. Aber das haben wir doch alle mal irgendwie. Das eine ja, aber Hutsch hat ja Alkohol, das Pilz hat eben keins. Das ist schon vom Mikro, glaube ich, sogar, oder ursprünglich. Ich glaube es, ja. Wobei ich es jetzt im Groben gekauft. Hutsch ist ein Geiler gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei meinen Grosseltern hat es immer irgendwo im Keller. Ist irgendwo das eine Fläschchen dort gewesen. Und dann so, wenn wird die nicht verwünscht, wenn ich das Fläschchen klaue. Ja, das ist mir noch, das ist dann alles zugrunde gegangen wegen der Steuern. Ja, aber Smirnoff läuft ja immer noch. Kannst du immer noch kaufen, ist mir noch weiss. Ja, aber du findest es nicht mehr so. Also jetzt gab es das ist mir recht. Ja, aber im Restaurant und so. Aha, Schatz. Ja, das mag sein. Durch das es eben kein Gärung ist, sondern ein Mischgetränk, zahlst du so Scheiße. Auch wenn es jetzt normal 4% hat, wie ein Bier, zahlst du aber Alkohol, starke Alkohol. Ah, für 18 quasi. Genau. Ja. Okay. Ja, darum kostet die Dinger ja auch so, meine ich. Ja, das ist richtig, also, ja. Habe ich zwar am Wochenende auch einen gehabt. Wir Wochenende mit der Freundin bin ich am Konzert gesehen. Bin ich am Sido-Konzert gesehen. Bitte? Ja, am Sido-Konzert. Achso, das Sido? Mein Block. Ja. Aber ist mein Sohn, ich liebe dich. Aber ist gut gewesen? Hey, tatsächlich, gute Show. Also wirklich cool gewesen, gute Stimmung. Es ist halt, was ich ein bisschen muss sagen, also abgesehen, ich bin jetzt nicht ein riesen Sido-Fan, aber es ist okay gewesen, also ich habe es cool gefunden. Hey, ich finde die neue Sachen von ihm auch sehr ja, cool. Ja, er hat wirklich ein paar coole Songs, also kann man jetzt nicht sagen. Er ist einfach ein ultrasympathischer Dude. Ja, also ja. Wirklich, das muss man wirklich hören, cool, wie er redet und so. Es ist mir nur ein bisschen für meinen Geschmack, aber das habe ich allgemein bei so, ich sage es mal, grösseren Konzert. Es ist mir alles ein bisschen zu durchtaktet, zu geplant gesehen. Weißt du, ja, auch Ansagen und so, habe ich das Gefühl gehabt, die hat er schon ein paar Mal so gebracht. Weißt du, es ist nicht so wenig Spontanität. Aber hey, ich glaube, weißt du, wenn du so professionell unterwegs bist und so eine Entourage um dich hast und so grosse Läden spielst und die haben wirklich auch, weißt du, Bühnenshow, ist wirklich crazy gesehen. Ja. Dann ist das vielleicht einfach fast schon ein Muss, oder? Aber
dort haben wir auch unterwegs haben wir uns eigene Brausemischung gemacht, weißt? Und dann haben wir noch so Smirnoff-Dosen eben noch dabei gehabt. Ja. Und das ist schon noch gut. Vorglühen. Ja, voll. Ja, ja, ja. Also der Prosecco-Öl ist immer gut. So. Nein, das trinke ich gar nicht gerne. Prosecco habe ich gar nicht gerne. Nein, ich sage nicht, gerne. Also, was ist so da die Zeit? Nein, das ist so. Ich bin am Sonntag so spazieren und, weißt du, spazieren, oder? Gehen spazieren. Nein, und dann habe ich gerade eine Hochzeit gesehen, wo so Leute rausgelaufen sind aus der Kirche. Ja. Und was gibt es an jedem beschissenen Hochzeitsapro immer nachher direkt von der Kirche? Nein, was gibt es zum Trinken von der Kirche? Nicht Hugo. Hugo. Nein, es ist immer das Gleiche. Ja, entweder der Güppi oder Weisse. Genau, und alkoholfrei gibt es was? Orangensaft. Wieso? Kann man das einmal jemand wirklich einmal. Wer tut. Weißt du, mein Orangensaft ist schon geil zum Morgen oder so, alles easy. Aber wer macht. Also ich verstand es nicht. Kann ich dir grundsätzlich erklären, weil Orangensaft, du hast etwas Alkoholfreies und du hast dort auch etwas, was du jedem Kind kannst geben kannst. Das kannst du auch mit Masse. Ja, aber das hat ja nichts Festliches für Kinder. Ja, das ist ja, also die Kinder haben ja eine Kyro, das war keine indische Hochzeit. Höpfelsaft, könnte auch Was ist jetzt wieder falsch? Ja. Also ich stehe auch nicht so drauf, Orangensaft. Also ich liebe Orangensaft, aber es ist einfach immer scheiß Orangensaft, es ist immer der billigste Orangensaft. Das ist schlecht. Das und der ist schon meistens nicht mehr so kalt. Und meistens, also ich weiss, wenn schon dann mit Fruchtfleisch, oder? So richtig frisch pressen, das ist huere geil. Ja, ist grundsätzlich. Ich bin ja eigentlich fast jeden Morgen ein Grapefruit essen. Ah, wirklich? Und ich habe mir jetzt tatsächlich, ich habe das nie gewusst, jahrelang nicht gewusst, dass es wirklich, kennt ihr das, Löffel extra für Grapefruit-Löffel? Ja, in mit so Zacken. Mhm. Und dann kannst du so wirklich schön so halbieren, das Teil. Mhm. Und dann kannst du, weißt du, so, gerade die ganzen die Fruchtfleischstellen quasi rauslöffeln. Und am Schluss bleibt halt der Saft drin und dann kannst du einen Ausdruck, dann hast du noch ein Säftchen. Ja, geil. Den haben sie in Sansa Fernaki gezeigt. Und allerdings ist dann gezeigt worden, dass der, nebst allem anderen, der rein die ausprobiert hat, das beste Werkzeug ist, um jemandem das Auge rauszunehmen. Ah, das glaube ich sofort. Ja. Habe ich auch überlegt. So von der Größe her. So, ja. So, aber weißt du, was wirklich doof ist? Ich weiß nicht, ich benutze es falsch, aber wenn ich das mache, ey, es ist im Fall Masako, es spritzt um wie Sau. Ich habe überall alles voll. Ich habe mit dem Laptop noch offen, weil ich das so neben dem Arbeiten hatte. Sind wir noch bei der Grapefruit? Nein. Schon Grapefruit. Ja. Ich frage immer, Nein, ich bin wieder bei dem Nasenchen, der vorher das Bein gebraucht hat. Egal, komm, wir gehen zu dem Film. Sorry. Nein, wir gehen nicht zu den Filmen. Wir bleiben noch beim Wochenende, kommen da zu den Filmen. Ja, was war am Wochenende noch? Das Double Feature. Ja, das ist auch ein Film. Das ist richtig, aber grundsätzlich ist ein Wochenende Anlass. Happening. Yes. Ja. Ihr habt mit Abwesenheit glänzt. Das ist als solches richtig, ja. Aber du hast ja schon ein bisschen Werbung dafür gemacht, auch das letzte Mal. Klar. Big Trouble in Little China und Dead Heat ist diesmal gewesen. Korrekt. Wie war es gewesen? Wie sind die Filme gewesen? Wie viele Leute hat es gehabt? Hast du Interviews gemacht? Hast du keine Interviews gemacht? Magst du dich noch daran erinnern? Nein, ich mache keine Interviews, am Double Feature schon. Es war schon ausnahmsweise im Odeon gewesen, anstatt im Excelsior, weil es ist Kulturbruck gerade noch gesehen an diesem Tag. Da ist den ganzen Tag irgendwelche Kunstinstallationen, Tanzvorführungen, Essen, Schmausen und so weiter gesehen. In ganz Bruck, wirklich coolen Anlass. Und darum haben wir ins Odeon müssen wechseln. Wir haben auch kleine Vorteile, eben, du hast es letzte Woche schon erwähnt, es hat halt die Bar oben, oder? Mhm. Ja. Das ist halt schon nice, oder? Wenn du auch mal etwas anderes kannst trinken, anstatt einfach Wein und Bier, sondern auch mal noch etwas Hochprozentigeres, nicht wahr? Hey, ja, angefangen hat es ja mit Big Trouble in Little China von John Carpenter, mit Kurt Russell natürlich und Kim Cattrall und so. Und hey, was soll ich sagen? Ich finde den Film halt einfach saugeil. Mir macht der mehr Spaß. Ich habe sehr viele Meinungen gehört, die ich nicht so cool gefunden haben oder ein bisschen doof oder wie auch immer. Ist schon. Er ist komplett drüber, er ist wirklich dämlich bis am Bach runter. Er macht eigentlich auch gar keinen Sinn. Und er ist gespickt mit absolut Klischees, das ist ja unerträglich. Aber ich finde einfach, er hat keine Sekunde, wo noch Ruhe gibt. Er ist so wild, das ist wirklich, du wirst von einer absurden Situation in die nächste geworfen, ohne Pause, ohne Rast. Und irgendwie, das macht mir einfach Spass. Dann hat es wirklich ein paar richtig geile One-Liner von Kurt Russell als eigentlich ziemlich unfähiger Held vom Film, weil er ständig irgendwie K.O. geht oder nicht weiss, wie er wäre, weil alle können irgendwie Karate oder zaubern und er kann einfach nichts. Eigentlich, ja. Alles. Er kann kaum schiessen oder etwas treffen. Ja, aber für das haut er trotzdem jeden um. Nein, gar nicht. Er kommt ja meistens drunter. Ja, er schießt ja um und dann den sich Stein lockern und setzt ihn aus für einen Kampf und alle anderen kämpfen. Und so weiter. Hey, ich finde ihn geil. Mir macht er wirklich Spass. Ich finde, das ist wirklich
für damalige Zeit ein hochwertiger Trash-Film. Mhm. Und ja, mir macht er wirklich Laune. Und das geht natürlich, ist auch wieder cool, oder? Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, ich finde es wirklich ein mega witziger Film. Ist aber auch witzig weitergegangen, weil man nachher Dead Heat zeigt. Und Dead Heat, für die, die das einfach nicht kennen, das ist wirklich eine absolute Oberschrulle von einem Film, also der Wahnsinn. Auch 80er Jahre und es ist alles ein bisschen. Es ist so eine Buddy-Cop-Geschichte, aber noch mit Zombies, die wieder auferstehen werden und dann von den Bösen quasi benutzt werden, zum Überfall machen und so. Und einer von diesen Buddies der wird selber auch noch getötet und wieder aufsteht, wieder auf. Hat dann allerdings nur durch das 12 Stunden Zeit, oder? Weil ja irgendwann verwest halt der Körper, oder? Da hat es noch kein Ding gehabt. Hey, und der Film ist einfach eine dumme Nummer nach der anderen, ein anzüglicher Gag nach dem anderen, völlig nieder. Speziell der Herr Piscopo, wo so sein Buddy-Kollege spielt. Der Dude, wenn ihr ihn googelt, wisst ihr gerade, wer ich meine, das Gesicht, das kennt man aus ganz vielen Filmen aus dieser Zeit. Hey, und der ist einfach so geil. Wenn er immer seine Muskeln anspannt und wieder so richtig heftig aussieht. Wenn er einfach, eigentlich der ganze Film lang ist er eigentlich wirklich eine absolute Nebenrolle. Und eigentlich der andere Bull ist eigentlich so ein bisschen die Hauptrolle, der erst gerade kurz, ich glaube, verstorben ist sogar. Und hey, aber wenn du einfach, er ist immer im Hintergrund, ist er das Highlight, weil er einfach jeder Frau nachschaut, die ganze Zeit irgendeinen dummen Witz macht. Sein Gesicht ist einfach nur zum Schießen. Ich finde ihn hure witzig. Also mir hat er richtig, richtig Spass gemacht. Ist eigentlich alles, was eigentlich falsch gelaufen ist an den 80er Jahren, dort den Film zeigen. Und das in einem absolut wilden Genre-Mix mit ziemlich geilen Effekt. Weißt du, handgemachten, coolen Effekt. Also da wird recht umgewuselt in den Körper und verdruckt und vertatscht und explodiert und überhaupt alles. Ist eine Trash-Perle, meiner Meinung nach. Also ich finde, es hat super cool gepasst. Ja, hat wirklich Laune gemacht. Es hat ordentlich Glück gehabt, ich sage jetzt mal so, ich glaube so um die 40 oder so. Es war nicht übertrieben gross gewesen, aber ganz okay. Es sind auch viele von diesen Leuten, lieber Grüße an dieser Stelle, die uns hier hören auch, die man immer ein bisschen sieht. Und ein paar neue Leute habe ich auch gesehen, aber andere Gesichter. Mhm. Es ist aber wieder wirklich ein cooles Happening gewesen. Es hat wieder schön Beifall gegeben nach beiden Filmen. Und wirklich lustige Gespräche zwischen dem Film und nach dem Film. Einfach einmal mehr ein wunderschönes Happening, meiner Meinung nach. Ich finde es grandios. Und ja, ich freue mich auch schon aufs nächste Double Feature tatsächlich. Aha. Ja, ja. Wann ist denn das? Und ja, was wird hier gezeigt? Das würdest du jetzt gerne wissen. Ja, also es ist, am 25. November. Und wir haben jetzt 80 Jahre gehabt. Mhm. Und jetzt das nächste am 25. November, wieder vom 12. bis ungefähr nach der 4. Dann wieder aber im Excelsior. Steht ganz unserem Motto: Hail to the 90s. Und zwar zeige mir folgende Film. Wir zeigen Mind Warp. Weißt du, ob ihr den kennt? Das ist ein absoluter Sci-Fi-Horror-Kultfilm. Mit Bruce Campbell unter anderem. Und denen zeigen wir noch Nightbreed. Auf den bin ich schon ewig lang heiß. Der ist von Clive Barker, der vor allem mit Hellraiser bekannt ist. Und also die Bilder, die Leute, die du da siehst, die Masken, die es da gibt. Also ganz ein wilder Film wird das. Und ich glaube wirklich mit Mind Warp aus 1991 und Nightbreed von 1990. Das wird wieder ein richtig, richtig wilder Film. Ein bisschen mehr Horror wieder Anteil als jetzt bei dem Double Feature, den wir hatten. Mhm. Genau. Und es würde mich noch freuen, euch alle wieder dort zu sehen. Ich glaube, ich habe den Nightbreed irgendwann einmal vor 100 Jahren gesehen. Hey, gut möglich. Ich habe mir den schon seit fast einem Jahr auf, weil seit einem Jahr habe ich den eigentlich auf der Liste für hier mal bringen. Mhm. Also Mindwarp ist, ich weiß gar nicht, von wem der gekommen ist. Ich habe mal Nightbreed vorgeschlagen, aber aus ganz egoistischen Gründen, weil der einfach gerne auf der Leinwand, wenn schon, würde gerade sehen. Ja, macht Sinn. Weil ja. Creature Feature ist richtig übertrieben. Es sind einfach extrem viele wilde, komische Figuren, die halb Mensch, halb Tier sind. Mhm. Ja, ja. Und ja, ich bin nicht der grösste Clive Barker-Fan in dem Sinn, aber ich habe das Gefühl, das könnte etwas sein, was mir dann schon wieder ein bisschen passt. Wirklich, ja. Hä? Ja, und ich meine, der andere Film, Mindwarp, ich meine, ich sage einfach Bruce Campbell, ich meine, mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Oder? Ja. Also, Brut. Der Brüsli ist immer willkommen. Darum alle ansaugen und gerade fett im Kalender markieren. 25. November, das nächste Double Feature. Okay. Und dann bleiben wir aber noch im Kino mit etwas Aktuellem. Mhm. Wie man ihn kennt, der Alex ist auch das neueste
Creature, Feature, weiss doch auch nicht, wie man soll sagen, Dingen zu schauen im Kino. Und da bin ich jetzt gespannt, was dazu zu sagen ist. Five Nights at Freddy's. Ist ja, ich glaube, eine Game-Verfilmung, wenn es mal ist. Richtig. Und eine absolute Katastrophe. Mhm. Also das ist jetzt wirklich eine der grössten Enttäuschungen vom Jahr. Basiert ja auf einem Spiel, auf so einem Clickend, wie heisst das? Clickend. Point-and-Click-Game, genau, wahrscheinlich riesig ist. Ich habe noch nie gehört von dem vorher. Ebenso. Ja, ist eigentlich fast eine ähnliche Story wie bei Willy's Wonderland. Mhm. Darum ist auch Willy's Wonderland, hat mir ja auch ein bisschen, ja, da haben sie sich ein bisschen vorgezogen, haben sie eigentlich geklaut, die Idee. Aber Five Nights ist einfach später erst gekommen. Und was groß ist einfach ein, ja, so ein Themenrestaurant abgefuckt, so, der nicht mehr offen ist. Und dort sind halt so Animatronics, so ein Bär und ein Hase und alles mögliche, und ein Entli und so. Und die sind dort, oder, und haben so ein Kinderrestaurant gehabt. Und das ist halt, das gibt es nicht mehr, das Restaurant. Und so ein Dude, gespielt vom Hutchinson, der, wo bei den Hunger Games vor allem eine grosse Rolle hatte. Ui, das ist ein Bierfläschchen weg. Schon wieder. Hey, das ist das zweite, das musst du ausleeren. Ja, aber. Schon wieder musst du aus. Aber gut, das erste in der Folge, fairerweise. Das geht ja noch. Ja, das ist richtig. Und ja, das erste von mir. Der Spike hat schon vorher den Stuhl wechseln, weil ich einfach sein Fläschchen immer über den Stuhl und über die Jacke geleert. Ich sehe gerade zwei Flaschen auf. Ja. Ja, ich weiß ja wieso. Ja, zurück zu Five Nights. Hey, und eben der Typ, der ist irgendwie alleinerziehend oder schaut für seine kleine Schwester und die ist ein bisschen Abweig und irgendwie Tante, die Sorgerecht haben und überhaupt. Und er verliert ständig irgendwelche Jobs und mit dem geht es auch los, wenn er seinen Job verliert im Mall, so als Security. Und allein diese Szene ist schon so dumm, also etwas Blödsinn habe ich selten gesehen. Fängt schon richtig beschissen an. Und es wird immer schlechter. Ja, und dann müssen halt dort eine Nachtschicht haben und ist klar, was dann so passieren soll. Die Animatronics werden zum Leben erwecken und dann schlachten. Und das ist das Problem schon, der Film hat praktisch kein Blut. Praktisch keine Schlachtszene, er hat weder Grusel, noch Comedy, noch irgendetwas, noch Spannung. Er ist einfach nur fucking langweilig. Es ist unerträglich. Ich habe wirklich gedacht, hey, da ist so viel schief gelaufen in diesem Film. Ich weiß nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat. Echt nicht. Also, keine Ahnung. Also, wow. Also, wirklich, er ist einfach nichts. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Weißt du, du freust dich auf einen Horrorfilm. Mhm. Mit Animatronics. Mhm. Oder? Mhm. Du kommst ins Kino rein. Und auf dem Weg in den Saal rein, ich bin die Freundin und André gesehen vom Filmarchiv, unserer geliebten, geschätzten Kollegen, wo ich erst gerade als Quizmaster gross Erscheinung getreten wurde in der Sonntagsfolge. Ja. Und so 300. Ja. So ein kleiner Reminder. Das ist jetzt die beim Ehrengebühr, oder? Absolut. Sind wir da gesehen und ich habe vorher gesehen, es war im Anstoff fürs Popcorn, und habe gesehen, du, der ist ja ab 14, der Film. Und in Begleitung von Wachsen ab 12. Und da ist einfach schon, wenn du einen Horrorfilm schaust, wo das steht, weißt du, es läuft nicht gut. Es kommt nicht gut. Ja, ja, ja. Und dann komme ich dort rein und der Saal war praktisch voll. Da habe ich schon mal gestanden, es war 10 ab 6 Vorstellung auf Englisch. Gleichzeitig war er auf Deutsch gelaufen. Ich glaube, die war ganz voll gewesen, anders kann man es nicht erklären. Hey, und dort innen sind jetzt wirklich ungelogen nur 8- bis 14-Jährige und mir. Hey, und die sind ausgerastet, die haben den Huren geil gefunden. Ich habe das noch selten erlebt. Die haben am Schluss des Films haben die alle applaudiert. Und beim Rauslaufen, die alle so, wow, so geil, ey. Ich weiss nicht, was die Reviews nennen, die können mich alle einmal machen, so eine Scheiße, das ist ein geiler Film, ey. Wow, wow, wow. Und ich bin einfach da gewesen, ich bin fassungslos gewesen. Du bist alt? Nein, ich bin nicht alt, sorry. Also ja, das auch. Aber nicht wenn es um Filmgeschmack geht, ich liebe neue Filme, so ist es nicht. Aber das ist jetzt wirklich, sorry, das ist der Beweis, ey, es ist vorbei. Wir sind wahrscheinlich die letzte Generation, die noch einen guten Filmgeschmack hat. Nein, es gibt natürlich auch Ausnahmen, ich weiß nicht, was. Hä? Da war nichts gut gesehen. Dann hat es Jumpscares gehabt, so zwei, drei. Und ich habe ja auch schon mal erklärt, oder, dass die bessere Hälfte, dass die da amigs rumjuckeln, in den Wilden. Und ich doch das auch, weil sie irgendwie mich so fest hebt und ich verschrecke auch. Und nichts. Bei jedem Jumpscare, bumm! Sie einfach cool durchgehockt, so. Und weißt du, was Schlimmste ist? Ich bin erst gegen den Schluss, ich konnte kurz Nicole, so zwei, drei Minuten. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, bitte schlaf ein, Alex, weil ich habe letzte Woche relativ harte drei Tage gehabt, irgendwie drei Stück, die irgendwie 15, 16 Stunden lang gegangen sind. Und ich habe gedacht, der Freitag einfach noch ins Kino hocken und wenn es nicht ist, dann schlaf ich halt, easy cheesy. Ich habe einfach nicht einschlafen, so nervig, erst gegen den Schluss. Keine Cola sollen trinken vorher, oder ich weiß es auch nicht. Hey, es ist einfach Müll. Also bitte, geht den Nico schauen, unterstütze den Scheiß, der läuft wie Seichen.
Der hat ein hure gutes, auch in den USA, der läuft wie Bombe. Ich glaube, der ist ja Platz 1 dort in den Charts. Solange er Geld ins Kino bringt. Ja, für die Kinos ist es toll, aber fuck, es ist einfach für eine ganze Generation wird da brainwashed mit einem scheiß Film, den sie gut finden. Ich verstand's nicht. Ich habe auch die Theorie aufgestellt, dass sie klatscht am Schluss, dass es irgendwie eine TikTok-Challenge ist. Hey, komm, wir gehen alle Five Nights at Freddy's schauen und auch wenn er noch so scheiße ist, muss klatschen. Anders kann man es nicht erklären. Es gibt keinen Grund zum Klatschen. Also gut, ich kann kurz auch klatschen, einfach weil es vorbei ist. Aber das ist ja, also das darf ja nicht der Grund sein. Nein, also Five Nights at Freddy's ist ganz, ganz schlimm. Willis Wonderland ist auch nicht über alle Zweifel haben, müssen wir ehrlich sein. Aber ist gleich so viel, viel cooler. Du kannst einmal nicht sagen, dass der Cage dort irgendeine schlechte Textzeile hatte. Das ist richtig. Nein, ist wirklich. Also Five Nights at Freddy's ganz, ganz schlimm. Und wir wollten eigentlich nachher noch Karussell schauen oder Halloween Park. Aber wir waren so desillusioniert von diesem Film. Wir haben gesagt, hey, nein, nochmal ein schlechter Film. Potenziell schlechter Film. Wir haben keinen Bock, sind alle heimgegangen. Traurig, gekühlt, das ganze Wochenende. Oh je. Ja. Das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid, Dankeschön. Aber du, was sollen wir machen? Also, dann schauen wir mal, ob es daheim besser geworden ist, weil wir sind fertig mit Kino. Jetzt schauen wir, was daheim so war. Weil ich da am meisten habe. Ah, genau. Kann ich euch gerade noch schnell erzählen, was bei mir am Wochenende noch war. Ich habe mit ein paar Kollegen. Meine Kollegin hat gefunden, hey, was haltet ihr davon? Ist ja Halloween, Movie Night. Ja, hey. Grundsätzlich immer eine gute Idee. Sie tut dann immer schön, wenn sie Gäste hat, tut sie die Wohnung immer ein bisschen, Stube immer ein bisschen umbauen und tut dann ihren grossen Beamer aufstellen. Das macht sie wirklich nur dann, wenn es wirklich ein bisschen festlich werden soll. So, dass sie ein bisschen zelebriert, finde ich auch immer cool. Sie hat sich mega Mühe gegeben, so richtig Halloween-mässige Snacks machen. Sie hat hier Schokoküsse nennt man es, glaube ich. Mittlerweile hat sie so als Geistli noch verziert und so Sachen. So Ladyfingers hat sie noch backen und all so Zeug. Ladyfingers, was ist denn das? Also eigentlich hat sie Würstchen genommen und die dann einfach in Teig umwickelt, aber halt nicht ganz um, so dass es einfach aussieht, wie wenn es vorne einen Fingernagel hat. Mhm. Und Ladyfingers kennen wir aus Adam's Family als Fingerfood. Alright. Ja, das ist so eine gute Inspiration gewesen. Jo. Hey, und dann sind wir uns noch nicht sicher gewesen, was wir schauen sollen. Ich habe vorgängig natürlich ein paar Empfehlungen abgegeben. Dann haben wir gesagt, hey, wir gehen dann einfach demokratisch abstimmen, an dem oben, was wir schauen. Ich hatte ein paar DVDs dabei gehabt. Sie hat ein paar Sachen auf Netflix rausgesucht. Im einen Film, den sie am Anfang gesagt hat, habe ich gedacht, der könnte es eigentlich sein. Was? Ja, It. Der erste Teil. Cool. Ich bin der Einzige, der ihn gesehen hat. Die anderen sind nicht einmal sicher, ob sie den alten gesehen haben. Und dann habe ich gefunden, ja Leute, sorry. Wenn man doch nicht sicher ist, hat man es nicht gesehen. Bin ich einfach mal fix davon überzeugt. Ja, eben. Und dann habe ich gefunden, Leute, wenn ihr nicht einmal sicher seid, dass ihr jemals einen It gesehen habt und wir jetzt wirklich Halloween-mässig einen Horrorfilm schauen, sorry, dann müssen wir den jetzt reinschmeißen. Ja. Ganz klar. Ja. Gibt es jetzt wirklich nichts anderes. Und, also der Neue habt ihr dann geschaut? Wir haben beim Neuen den ersten Teil geschaut. Genau. Cool. Ich glaube, ja, jetzt ein paar Tage drauf machen sie es noch einmal. Ich kann den leider nicht, weil dann bin ich schon im Kino. Und dann schauen sie den zweiten Teil, aber da habe ich ja logischerweise schon gesehen. Mm. Und hey, was soll ich sagen? Perfekt. Einfach perfekt für so einen Halloween oben in die Eins schauen in einer grossen Gruppe. Ich habe mich so schissig gefreut. Der eine Kollege, der dabei war, der ist wirklich ständig zusammengezuckt und total fokussiert. Ich habe das so schön gefunden. Ich finde das richtig cool. Ja, wir sind halt alle ein bisschen abgekehrt. Mir passiert das jetzt zum Beispiel gar nie, dass ich irgendwie zusammenzucke, wo es dann ganz blutig geworden ist. Da hat die anderen alle so mit offenen Augen und ich kann es nicht fassen, dort gesehen. Ich muss mir riesen grinsen. Zum Glück haben sie mich nicht mehr anschauen. Sonst hätte es, glaube ich, noch irgendeinen Schiss von mir bekommen. Aber hey, nein, wenn ein Film so eine Reaktion im Publikum kann auslösen kann. Yes. Er ist doch perfekt. Nein, und auch wirklich. Also sie haben nachher gesagt, hey, shit, was für ein Film, der ist ja mega heftig und so. Hey, dann alles richtig gemacht. Er hat den Film einfach wirklich alles richtig gemacht und er ist wirklich super gemacht. Alex, du hast ja die letzte auch mal gehört und wieder ein bisschen davon erzählt. Mhm. Auch ich gehe absolut mit der einen Kinderschauspieler top castet, gewisse besser, gewisse schlechter. Mhm. Aber gerade die Bethany-Darstellerin, die ist so gut. Ja. Und auch hey, die Kulisse, Bill Skarsgård macht wirklich einen riesen Job. Top Performance. Und was ich auch muss sagen, der Schnitt. Der Schnitt ist mega geil,
wo immer dann, wenn der Pennywise plötzlich so mega schnell wird und dann mal dort an, mal dort an, mal dort an, ab und zu ganz langsam und das Tempo anziehen von ganz langsam auf ganz schnell. Das ist einfach geil. Mega atmosphärisch und hilft dem Film durchs Band. Ja, das ist einfach richtig, also ich habe auch gesagt, für mich der perfekte Popcorn-Horrorfilm. Ja, absolut. Oder also wirklich der Blockbuster-Horrorfilm. Das ist wirklich, der hat alles richtig gemacht, wenn es um das geht. Voll. Da habe ich heute gerade irgendwie so ein Plakat, also so eine Werbung gesehen auf Facebook, dass sie eine Serie daraus machen. Welcome to Derry, genau. Also halt die Zeit vor den Ereignissen. Da. Genau. Weil der Pennywise ist ja schon länger dort unterwegs. Ja. Hey, ich freue mich mega drauf, ehrlich gesagt. Ich finde, als Serie kann das super gut funktionieren. Wenn man das richtig machen, das sagt wenn man auch das weißt, das Derry als Stadt auch als Charakter kann fassen. Ja. Weil das ist ganz wichtig. Das ist, auch bei den neuen Filmen haben sie das super gut gemacht. Oder weil du hast wirklich, du erkennst die Stadt. Du weißt genau, das ist doch diese Ecke, weißt, und sie fahren dort hoch und dort hinten ist doch das passiert und so. Und das ist halt, das ist wichtig in diesem Film. Das ist ein wichtiger Teil vom Charakter eigentlich. Vor allem, wenn sie es richtig machen, können sie quasi pro Staffel einfach einen Zeitabschnitt nehmen. Und dann wieder 30 Jahre später. Vielleicht, 30 Jahre später. Wäre einmal ein geiles Konzept, wenn sie das umsetzen. Mega cool, ja. Voll. Ich bin gespannt. Bin auf jeden Fall sehr, sehr geil drauf. Hey, dann gehen wir doch mal schnell weiter, wenn wir gerade so beim Horror sind. Alex, du hast den Slumber Party Massacre Teil 1 und Teil 2 gesehen. Jo. Name sagt mir etwas, aber ich habe sie nie gesehen. Ah, ne? Nein? Hm. Erzähl mal. Jo, also der erste Slumber Party Massacre. Also das sind beides. Ich habe tatsächlich zuerst das Remake gesehen. Das ist vor irgendwie 3-4 Jahren oder noch länger rausgekommen. Und da ist recht gut angekommen. Bei den Horrorfans. Und ich habe den ehrlich gesagt nicht so cool gefunden. Ich habe ein bisschen zu. Weiß auch nicht. Mir hat einfach nicht so umgehauen. Aber ich bin so ein bisschen so in der Stimmung. Wir sind auch schon ein bisschen, ich bin schon ein bisschen innerlich in Vorbereitung, also schon lange für das nächste Brucko. Und ich bin einfach so ein bisschen am so ein bisschen Lücken schliessen. Und ich finde, Slumber Party Massacre ist einfach so ein Name, den kennt man so als Horrorfan. Ob man es jetzt gesehen oder nicht. Und darum habe ich mal gefunden, schau mal den Film. Den ersten zwei habe ich gesehen, der dritte den holen wir noch nach, den habe ich bereit. Hat aber nicht mehr gelangt. Ja, und das Lambo Party Massacre 1 aus dem 82, das ist wirklich ein typisch klassischer Slasher von seiner Zeit. Also wirklich, man fragt, all das, was man denkt, oder, mit einem ausgebrochenen Killer, oder? Wo quasi eben so eine Slumber Party, also so eine Pyjama Party, sage ich mal, dort crashen von ein paar jungen Frauen. Die aus welchen Gründen auch immer sich ständig ausziehen voneinander oder in Unterwäsche rumtanzen oder so. Das gehört auch ein dazu. Gibt es eigentlich unter Männern Pyjama-Party? So ein Frauending, oder? Gibt es das unter Frauen? Ich glaube nicht. Das gibt es, glaube ich, nur im Film. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe nie von einer Frau, von Frauengruppen gehört, die sich treffen, um mit Pyjama Film zu schauen, Gesichtsmaske auftragen und Glas essen. Das ist so eine Klischee. Nein, im richtigen Leben saufen die sich auch ins Koma. Ja, die trinken einfach Prosecco oder was weiß ich, oder Bier oder was immer. Ja. In der heutigen Zeit saufen wir Tequila bis zum Koma. Oder so. Hey, auf jeden Fall, ja. Er ist genau das, was du erwartest, oder? Hat ein paar lustige Kills, nichts Spezielles. Natürlich alles schön handgemacht, oder? Es ist halt auch sehr. Also, es ist sehr. Wie will man das sagen? Es ist schon ein Macho-Film. Es ist schon ein Film für Männer. Weißt du, weil die Frauen alle wirklich halbnackt die ganze Zeit rumlaufen. Der Killer, der hat eine Bohrmaschine, so einen Drill, weißt du, so einen ewig langen, oder? Das ist ganz klar sein Schwanzersatz, oder? Den er hat. Der wird auch in einer entscheidenden Szene wird mit einem Katana abgeschnitten. Und dann schreit er rum, als hätte er den Schwanz verloren. Also, merkst du etwas, oder? Das ist, also, er wirft Fragen auf. Er wirft wirklich viele Fragen auf. Interessanterweise ist tatsächlich ist eine Regisseurin, das ist von einer Frau. Also kannst du nicht einmal das, weißt du, den Vorwurf machen? Wie ein Mann, der ihre Fantasie ausleben. Regie ist eine Frau, ich glaube, sogar das Drehbuch ist von einer Frau. Die größte Frage, die sich. Regisseurin? Ja. Also, im zweiten Teil dann auch. Das ist richtig, da komme ich ja gerade dazu. Was ich mir einfach gefragt habe, ist. Wow, hey, ich bin schon froh, bin ich zwar in den 80er Jahren noch geboren, aber habe dort, bin dort noch nicht so auf Frauenschau gesehen. Weil, also die Unterwäsche in den 80er Jahren, das ist ja ganz schlimm. Können wir mal über die beschissene Unterwäsche reden, wo früher noch die Frauen angehaben? Ich finde es ganz schlimm. Also ganz schlimm. Weißt du, die Unterhosen, die so mega zu gross immer wirken und überall so, weißt du, an der Not, dass sie so wie Hückli haben, weil sie irgendwie so. Ich kann es nicht erklären. Es ist einfach hässlich. Ich finde es ultra wiest.
Aber hey, das ist, ich will es nicht zu Macho-Nummer raushängen, aber ganz schlimm. Jo. Und dann habe ich gefunden, ja, schauen wir doch mal Slum Party Massacre 2, weil der gilt ja so als Kultfilm, tatsächlich, als Kult-Trash-Film. Ah, im Gegensatz zum 1 eher. Genau. Okay. Genau. Weil dort ist es so, dass quasi unser Final Girl, die überlebt hat, die wird im zweiten Teil von denen, also fängt eigentlich an mit die Hälfte von den Kills, die du siehst, sind alles Rückblenden zum Teil 1. Ohne Witz, bis zur 50. Minute, und der Film geht 1 Stunde 15, also gibt es keinen einzigen neuen Kill, sondern nur so Traumsequenzen, wo Leute sterben oder eben Rückblenden. Und in den Traumsequenzen ist dann einfach der Kill mit dem Ding, das ist nicht mehr da, sondern es ist irgendeine Mischung aus Greaser und Rock'n'Roll und Elvis Presley, der eine elektrische Gitarre hat, wo da drauf ist der Drill drauf. Mhm. Und dort mit dieser elektrischen Gitarre hört er sie um. Und also ganz dummer Film. Also die ersten 50 Minuten kannst du gerade skippen, die bitte nicht schauen. Mhm. Aber und das muss man wirklich stark anrechnen, darum hat er dann gleich noch eine einigermaßen okay Bewertung von mir bekommen. Die letzten 25 Minuten sind der Shit. Also da geht es wirklich ab, also wird wirklich schön gekillt. Das auch ziemlich blutig und so. Und die ganze Zeit passieren irgendwelche Musik- und Tanzaufnahmen. Weißt du, wirklich so Rock'n'Roll, so Elvis-artiger Sound. Und er ist einfach wirklich wie ein Musikvideo. Dann ist er plötzlich einfach nur am Tanzen und am Singen mit seiner Gitarre. Und dann geht wieder jemand töten, dann kommt er wieder singen. Also es ist fast schon wie ein Musical. Also ich habe fast schon ein bisschen so Little Shop of Horror-Vibes gehabt. Mhm. Einfach mit einem Killer, der eine Gitarre hat, mit einem Drill vorne, der die Leute aufspießen tut. Oder bohren tut. Und es ist so over the top. Die letzten 25 Minuten sind gross. Also es ist wirklich sau, sau witzig. Aber bis dahin ist es einfach eine absolute Gurke. Also es ist ganz crazy. Aber hey, die 25 Minuten, die haben es wenigstens ein bisschen rausgerissen bei mir. Mhm. Ich will aber auf etwas ganz anderes rausgehen. Ich habe, als ich den Film angestellt habe, bin ich schon verreckt vor Lachen wegen den Leuten, die mitmachen. Eben, wie gesagt, auch da die ganze Zeit halbnackte Frauen. Mhm. Und in Unterwäsche und was weiß ich. Und jetzt lese ich mal die Leute, die da alle mitmachen. Also eine Hauptrolle ist Juliette Cummins. Mhm. Ich dachte, ja gut, das ist einfach ein Zufall, oder? Mhm. Ja, Moment. Dann habe ich aber weitergemacht. Übrigens, Roger Corman war auch Executive Producer gewesen bei dem. So kennen ja viele. Die Musik war von Richard Cox gesehen. Der Schnitt hat gemacht der William Flicker. Dann Production Design ist von John Eng. Dann Set Decoration ist Roseanne Taucher. Mhm. Gut. Dann haben wir noch den James Cummins. Dann also, wir müssen ihn suchen, aber ich habe gefunden. Dann haben wir den Mike Dickerson. Mhm. Dann haben wir den Fuller. Mhm. Also, ich bin ein bisschen einfach gestrickt. Ja, also bei der Darsteller ist auch noch Heidi Kotzack. Richtig. Dann haben wir den Bill Corso. Das finde ich auch lustig, weiss auch nicht. Hey, sind die ganze Zeit so lustige Namen gekommen? Oder der Robert Stand Lee? Stand Lee. Also, es sind alles so Pornonamen. Irgendwie, also, weiss ich, oder bin ich jetzt völlig Banane? Und oder der Rick Lamp. Oder, also, es ist so. Helen Pinkston. Oder der Bonhoff. Das sind doch Bonhoff. Oder der Hitlerman. Also, egal. Ich will jetzt nicht jeden Namen vorlesen, aber das hat mir doch sehr gut gefallen. Okay. Jo, also beim zweiten Teil wirklich nur die letzten 25 Minuten und sonst wirklich für Slasher-Fans, die so ein bisschen alles auffüllen wollen, die sie noch nicht sehen, kann man schauen, die Filme. Für die, die aber sagen, ja, ich schaue einmal im Jahr Slasher zur Halloween-Zeit, dann schaut vielleicht etwas anderes. Okay. Ja. Dann halt vielleicht oder vielleicht nicht. Das Slumber Party Massacre. Dann, weil wir noch nicht viel von ihm gehört haben, außer Bierix Hill. Du hast Appendage gehört. Ja, krass. Appendage auf Disney ist der gerade, läuft der gerade. Ist von der Anna Slogovich, irgendeine junge Schauspielerin, Regisseurin. Die hat da irgendeinen Film als Kurzfilm gebraucht, irgendeine 6 Minuten irgendwie. Und die hat da ganz können machen, als ganzen Film. Und in dem Film geht es eigentlich darum, also Schauspieler kennt man niemals. Und es geht darum, dass Tana, die Hauptdarstellerin, das ist ein bisschen eine, die so gestresst ist und halt so innerlich Unruhe hat und so. Und durch den Stress wächst ihre
eine Kreatur aus dem Körper, die sich dann erst von ihrem Stress ernährt und halt dann wächst. Mhm. Und so zu ihrem Gegenspieler, weil das wird, also so der Horrorpart ist. Mhm. Und ja, es, die Idee ist sehr gut. Es ist wirklich, es ist kein tiefgründiger Film nicht. Auch wieder Abriss als Horror-Komödie. Also es ist nicht wirklich Horror, aber es ist auch nicht wirklich Komödie. Ein bisschen böse. Das Monster, das rauswächst, es hat zum Teil hat es noch gute Effekte. Es ist also ein bisschen handgemacht. Also kein CGI. Also ein bisschen, aber sonst ist es auch wirklich ein Püppeli, der dann hier rumrennt. Und ja, es ist. Schlussendlich, es ist irgendwie zu wenig. Man hat sehr viel daraus machen können. Wie gesagt, die Idee ist eigentlich toll. Aber der Film selber, es ist einfach der schlechte Dialog. Die Schauspieler sind jetzt, ja, jetzt auch nicht gerade der Hammer. Könnte man noch darüber wegsehen, aber sonst schwieriger ist so, es plätschert vor sich an. Und da steht mal irgendein Moment, wo jetzt irgendwie geschockt bist oder geschockt wirst. Aber irgendwie ist auch nicht lustig. Es ist irgendein Fallzeug an allem. Okay. Ui, jetzt hast du mir aber lustig also nicht wirklich zu empfehlen. Nein, hat einen zweiten Hang so. Gut, okay. Appendage. Das erinnert mich sehr an einen, den ich geschaut habe. Und zwar habe ich den Film Restraint geschaut, von 2017. Auch irgendwie grundsätzlich keine so schlechte Idee, aber gerade schlecht umgesetzt. Also wirklich. Hey, es geht um eine Familie, also Vater mit der Tochter. Das ist ja fast das gleiche Kabel. Ja, genau, darum habe ich das auch so gewählt. Das ist schon der Wahnsinn. Ja, schon ein bisschen. Hey, Vater mit der Tochter, die eine neue Frau hat, die ein bisschen jünger ist als er, und sie ja, hat ein bisschen psychische Probleme und schlafwandelt und alles. Mhm. Und irgendwie, er ist ein bisschen sehr besitzergreifend und sie eigentlich unterdrückt und macht irgendwie doch, was sie will. Hey, von der Grundprämisse, so eine zusammengepuzzelte Familie, die irgendwie miteinander klarkommen muss, mit einer toxischen Atmosphäre. Und das ein bisschen im Horrorbereich, da könntest du grundsätzlich relativ viel machen. Aber es ist alles, aber wirklich alles komplett vergeben. Also wirklich, sie haben alles, was sie irgendwie an guter Idee hatten, haben sie nicht ausgenutzt. Es ist wirklich, wirklich schlecht und langweilig inszeniert. Ich habe es auf Deutsch geschaut, die Synchronisation, an der kann kein gutes Horror hören. Es ist furchtbar. Also auch wirklich der Ton vom Film richtig beschissen. Es ist so langweilig inszeniert. Also hey, jede Seife oben hat spannendere Schnitte. Also es ist wirklich, wirklich schlimm. Die Hauptdarstellerin hat immerhin noch ein gewisses Charisma in ein, zwei Szenen. Aber das ist schon gesehen. Die anderen haben glaub, nicht einmal gewusst, dass sie in einem Film mitspielen. Die Kulissen sind auch irgendwie einfach vorhanden, aber hey, also wirklich lehm die Finger von diesem Film. Es ist einfach wirklich nichts. Ja, also verkauft hast du mir nicht. Nein, aber. Wie ich auch, um Gottes Willen nicht. Nein, hey, also, ich habe dem einen Stern gegeben. Und das ist auch nur, eben, weil die Hauptdarsteller in ein, zwei Szenen ein bisschen Charisma gezeigt hat und weil die Idee eigentlich cool wäre, aber sorry, wenn du das so dermaßen vergeigst. Es hat kein Moment irgendwie einen coolen Sound oder irgendeinen Effekt oder etwas gehabt. Es ist wirklich einfach nur ein schlechter Film. Da spielt Travis Fimmel mit. Nicht der Fummel, der Fimmel. Was? Das ist Ragnar von Vikings. Wo spielt der mit? Das ist Jason Baron. Also, ich habe jetzt hier nicht auf der Liste. Aber. Es gibt mehrere Restraint. Stimmt. Ah, okay. Ja. Das ist ein anderer Restraint. Ja, nein, also der vom 2017. Ja, das ist echt noch wichtig. Ja. Inszeniert vom Adam Cushman. Okay. Ah, ich habe das 2008. Ja, nein, stimmt. Das habe ich eben, als ich das Review geschrieben habe, habe ich auch zuerst den falschen gefunden. Yes. Das ist vielleicht noch wichtig. Man möchte ja nicht alle Restraint-Filme einfach einmal in eine Schublade schmeißen. Das geht ja nicht. So sind wir nicht. Nein, das ist alles immer korrekt recherchiert. Ja, dann bleiben wir, glaube ich, noch ein bisschen im Horrorgenre treu. Der Alex hat da noch etwas auf die Liste gesetzt, das heisst Slaughterhouse. Yes! Erzähl mal.
Ja, also ich meine, also Slaughterhouse ist ein Wortspiel, also von Sloth, also Faultier. Und ja, ich meine, der Trailer hat eigentlich schon das Beste verraten. Es geht um ein Kilo Faultier. Also so eine College-Verbindung und eine, damit sie mehr Likes bekommt und so, weil sie will Chefin werden für ihre Verbindung, genau. Und ja, lacht sich halt ein Sloth an und das Faultier, das bringt halt alle um. Beste Idee ever. Das ist eigentlich genial. Ja, voll. Leider ist er nicht so wirklich gut. Er ist eigentlich wirklich schlecht. Also die Kills sind scheiße, Schauspiel ist schwach. Die Faultier-Puppe sieht hure billig aus, aber da muss man schon mal sagen, es ist eine Puppe. Es ist nicht ein CGI, es gibt keine CGI-Momente mit dem. Es gibt eine ganz am Anfang, da siehst du, wie es angegriffen wird, das Faultier noch im Dschungel vom Alligator und dann siehst du, wie der Alligator verrupft wird vom Faultier. Dort ist ein bisschen CGI, aber sonst nicht. Hey, und irgendwie, das Geile ist der Score. Der Score ist einfach zusammengeklaut, also die Musik ist zusammengeklaut aus dem bekanntesten Film, was es überhaupt gibt auf der Welt. Einfach so irgendwie ein Ton abgeändert und sonst ist es einfach immer erkennt, ah ja, das ist jetzt von dort, das ist von dem Film und so weiter. Und immer, wenn du das Faultier gesehen hast, ist so eine mega wehleidige, traurige, schöne Melodie gekommen, weißt du, mit so Flöten und so. Und es ist so lustig gesehen, einfach das blöde Faultier, das immer dort gehockt ist und irgendwie in so einem Buggy-Auto rumgefahren ist. Ah ja, genau, es klaut noch ein Auto und so, das gibt es auch. Logisch, Faultier halt. Ja. Hey, und das hat mich irgendwie jedes Mal verwünscht. Ich habe immer müssen lachen, wenn das Faultier gesehen ist und irgendwie die blöde Musik gelaufen ist. Die ist so unpassend gesehen. Also wirklich. Also der Film kann nichts. Er kann eigentlich wirklich gar nichts. Und ich dir wirklich dringend davon abraten, dass da irgendjemand schaut, außer ich. Für mich funktioniert das, für mich ist das wunderbar. Du bist geistig schon so angeschlagen, dass das immer noch geht. Ist es so? Ist es so? Oder ich bin einfach so gestärkt im Kopf, dass ich einfach nur meine Freude habe an dieser komisch schlecht aussehenden Puppe mit diesen übertrieben langen Haaren. Es ist so eine lustige Frisur, die das Faultier hat. Hey, und weißt du, da gibt es so einen Kampf, so einen Einzelkampf, so einem Schwert und das Faultier dort immer wieder ausweichen. Weißt du, geht so in so Breakdance-Move, macht es, aber es ist ja wirklich ein Puppe, mega schlecht. Weißt du, macht so den Spagat zum Ausweichen, dann geht so das Katana über den Kopf drüber, so. Und so Zeug. Hey, da hast du mich. Yeah. Ich als alter Muppet Show-Fan habe mich sehr erinnert gefühlt an Muppet Show, als ich das geschaut habe. Und, okay. Ja, aber nochmal, bitte schaut es nicht. Außer ihr seid ich, aber das sind ihr nicht. Also, sieg dann nicht Alex, das ist nicht so gesund. Nein, das kann ich eigentlich niemandem empfehlen. Ja. Also, da musst du wirklich da musst ganz anders. Nein, es hat auf dieser Welt nur einen gegeben, der das ausgehalten hat. Und der heisst jetzt seit neuestem Alex. Ja, ist ja schon recht lang. Ja, oh, ja. Lang ist relativ. Ja, schon. Slaughterhouse, bitte nicht schauen. Okay, lassen wir aus. Okay. Dann, ich habe tatsächlich einen einmal wieder, nach langer, langer Zeit mal wieder geschaut, wo. In meiner DVD-Sammlung schon länger rum ist und irgendwie, ich habe mich wieder mal gewundert, dass der keine Sau kennt. Weil er ist eigentlich wirklich recht gut. Sehr bescheiden gemacht und trotzdem gut gemacht. Und zwar heisst der auf Deutsch «Dich kriegen wir auch noch» oder auf Englisch «Disturbing Behavior». Von 1998 wirklich, also ein Zeugnis seiner Zeit, ist so ein Mix aus «Die Körperfresser kommen» und «Eine wie keine», kann man eigentlich sagen. Und zwar aus den besseren Parts von «Eine wie keine». Also, ist das besser als im Abspann? Nein, oder was? Die Highschool, die einfach so die klaren Gruppierungen hat. Wo einfach alle sehr, sehr festgelegte Charaktere sind. Das macht bei diesem Film auch überhaupt nichts aus. Weil durch das natürlich relativ klar ist, wenn bei jemandem das Verhaltensmuster durchbrochen wird. Das macht es auch ein bisschen einfacher zu verstehen, der hat der oder die hat sich jetzt gerade ziemlich verändert. Das schadet hier im Film jetzt wirklich nicht. Vom Cast her auch sehr klar in dieser Zeit. James Marsden, Katie Holmes, Nick Stahl. Aber auch so ein William Sadler zum Beispiel dabei, den ich immer wieder gerne sehe. Ja. Und also wirklich auch recht stimmig gemacht. So ein bisschen eine abgelegene Küstenstädtchen, sehr
Spider auf eine Art. Die Jugendlichen, die halt alle Probleme machen. Und man hat aber so eine Bewegung von einem Psychiater geleitet, wo der Jugendlichen helfen kann, sich zu benehmen und anständig zu werden und all so Zeug. Man kann sich es jemandem vorstellen. Mhm. Hey, und wirklich, wirklich spannend gemacht. Mhm. Spannend gemacht, gut inszeniert. Auch so Sachen wie Lichtschattenoptik, wenn es zum Beispiel mal in eine Psychiatrie hineingeht. Das ist wirklich lässig gemacht. Mhm. Soundtrack ist jetzt. Also, ist jetzt nichts, was riesig im Kopf bleibt, aber es ist einfach immer stimmig. Einfach immer schön stimmig, die Handlung unterstreichend. Also, ganz ehrlich, wenn ihr mal nicht wisst, was schauen, und ihr habt Bock auf einen Horrorfilm, wo jetzt nicht irgendein Splatterfilm oder irgendetwas ist, sondern wo einfach ein bisschen etwas für den Kopf ist, was ein bisschen eher ins Kriminalistische hineingeht, dann kennt euch den mal. Kann man absolut machen. Nein, ja, schon lange auf der Watchlist tatsächlich. Ah. Nein, also ich muss wirklich sagen, ich bin wieder überrascht. Es war zu keinem Zeitpunkt langweilig. Und auch die Darsteller, die mich sonst eher in anderen Filmen genervt haben, haben mich hier jetzt wirklich nicht genervt. Mhm. Und auch so der Abstand von den Erwachsenen zu den Jugendlichen, also vom schauspielerischen Können her, ist es hier auch nicht so riesig gewesen, wie es mich ja oft stört. Mhm. Weil entweder dienen sie tolle Jungschauspieler casten und dann sind die Alten einfach furchtbar grottige Scheiße oder umgekehrt. Mhm. Und da hat es einfach irgendwie einen guten Mix. Okay. Also einfach, ja, doch, macht er. Und vor allem der eine Albino, der dabei ist, hat einfach die geilsten Gags. Der UV, der einfach ein permanent bekiffter Albino ist. Darf man Albino sagen? Eigentlich nicht, nein. Aber. Pigmentgestörte. Sagt mir Big Bang gestört, das wird ja viel schlimmer. Kannst du nicht Big Bang gestört sagen? Das wird so genannt in diesem Film. Ich muss jetzt wirklich googeln wegen dir. Also es ist eine Pigmentstörung. Das ist der Überbegriff. Also ich google jetzt. Albino Pigmentgestört. Ja, vermutlich kann ich jetzt. Vogue Ausdrucksweise. Wissen darfst du auch nicht sagen, glaube ich. Meintest du Albino Pigmentgestört, Vogue Ausdrucksweise? Ja, halt doch geschrieben. Was ist ja. Hä? Sogar die Laptop Albinismus. Angeborene Störung in der Biosynthese der Melanine. Ja, okay. Aber da schaut auch, welche Albino-Arten gibt es? Wie nennt man Albinos? Schaut nicht anders als Albinos. Also, wie alt wird man mit Albinismus? Das habe ich ja schon lange wissen. Wie alt wird man erst da? Ah, normale Lebenserwartung, das ist ja sehr spannend. Das ja, Dümmste, was ich gehört habe. Also. Ja, wie nennt man jetzt die Leute? Also, du hast jetzt gerade irgendwie 3 Minuten von meinem Leben verschwendet, Alex. Ja, das ist doch Teil von unserem Konzept. Das in ist Podcast, wahr. Nicht? Das also, habe ich das falsch verstanden? Ich habe gehört, in Afrika werden die ja geschlachtet und so. Und ja, ganz schlimm. Das, ja. Gut, aber wir haben es ja jetzt verfilmt. Das war jetzt eben Disturbing Behavior oder dich kriegen wir auch noch gesehen. Dann hat Alex noch so einen alten Kracher geschaut. Bloodsport hat es gegeben dir. Yes. Erzähl mal. Wieso? Ich weiß auch nicht, was da mit mir durchgegangen ist, aber ich habe einfach plötzlich wieder Lust gehabt, wieder mal Bloodsport zu schauen. Mhm. Eigentlich der Durchbruchsfilm vom guten alten Jean-Claude Van Damme. Mhm. Und ja, was will ich sagen? Ey, das ist wirklich, klar, 80 Jahre, 88 ist der ja. Das ist so wirklich so eine Blaupause vom typischen Tournament-Kampfsportfilm. Ganz klar, ja. Und als solches ist er mega gut. Ich finde das super. Hey, es geht halt schon ein, zwei Fragen, die sich mir stellen. Also eben der Dux, oder wie er ja heisst, oder Dux, oder? Und Janice, also der Love Interest, oder? Die Reporter, die so undercover will gehen. Also die Zeit, das ist ja unerträglich, dass das Date, das die haben. Ich muss nur mal schauen, tanzen wie die... kann er nicht. Erstens das, wenn er tanzt, ist es auch witzig. Dann, wie er ein Weinglas hält und auch sieht, wie sie anstoßen. Das ist wirklich so, du hast ja so krack. Also, wenn du weißt, wenn du Wein... Warte mal, Imitierung. Wenn man Weingläser aneinander macht, macht es immer so... Kling! Oder? Wenn man es richtig hält und so. Was sie angestoßen hat, hat sie so dort... also ich kann nicht mal das. Ich glaube, dann scheint es reingelötet. Das ist, glaube ich, so. Ja, und meine grösste Frage, die ich einfach immer habe bei diesem Film, ist, in einem von seinen ersten wichtigen Kämpfen
was er macht dort, ist der Move, der ist schon 100-mal parodiert worden. Er geht in Spagat und dann schlägt er dem anderen zwischen den Beinen unten rein, voll in die Klöten. Der Mortal Kombat. Und so gewinnt er. Hey, wieso ist das der Held? Sind das nicht mal unsere Bösen, die so Moves machen? Aber da ist einfach unser Held, unsere Hauptfigur, tut einfach in die Klöten hauen. Und gleich fiebert man mit dem mit. I don't get it. Aber hey, ich habe auch im Original, ich glaube, ich habe das erste Mal jetzt im Original gesehen. Als Kind hast du halt meistens in der VHS-Variante ja, so auf Deutsch gesehen. Natürlich. Und das ist noch mal lustiger, weil er halt mit seinen französisch-anglisch-englischen sprechen tut, oder? Mhm. Das ist, also, ich habe meinen Spass gehabt. Es ist wirklich das so ein Sonntags-Oben-Film gesehen. So einem gewusst, was schauen. Und jetzt habe ich einfach Bock zum Kopf, einfach gar nicht mal ansatzweise benutzen. Und für das ist es ideal. Also, Bloodsport kann man schon machen. Und absolut zu Recht ein Kultfilm für viele. Absolut. Mein Name ist schon Belgien, oder? Belgien. Hm? Ja, ja. Wie sieht das sein Keller aus? Jetzt fährst du schon wieder mit dem an. Oder wie fährt ein Auto? Ja, Spagat. Und ein Baby sitzt. Auf zwei gleichzeitig. Er ist nicht groß, er ist schon klein. Ja. Und wieso hat er keinen Albinismus? Wieso nennt man nicht Albino? Er ist ja so weiss. Das ist richtig, er ist schon sehr bleich. Ja, ja, ja. Also, vor allem, also, so weiss wie er noch um die Nase war bei Street Fighter. Ja. Also, das kann nur noch Albino. Also, ich glaube, auch hier war schon auf Koks. Also. Ja, Koks war schon auf Van Damme. Ich glaube, so ist es. Ja. Koks ist auf Van Damme. Der hat recht lange in diesem Land verweilen, weil er hat sehr schön rausschwitzen müssen. Ich weiss, dass er so eine Idee hat, wie sie Spagat. Das ist auch die Kultszene, weißt, wo er im Spagat auf zwei Stielen, weißt, so am Meditieren ist die ganze Zeit und so. Ja, nein, macht schon Laune. Ich finde ihn schon ziemlich witzig. Mhm. Genau. Ja. Bloodsport. Ich merke es nicht sagen. Ja. Also, dann habe ich auch wieder ein bisschen die DVD-Sammlung durchgeschaut und ich habe mal wieder einen geschaut, der schon... Ich muss schon sagen, es ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Kann ich wirklich sagen. Und das ist einer von denen, der sau viel Namen hat, weil es ursprünglich eine TV-Produktion war. Und zwar ein paar davon sind Fixing the Shadow, Beyond the Law oder, wie ich ihn kennengelernt habe, Made of Steel. Mhm. Und zwar geht es hier darum, Charlie Sheen in der Hauptrolle. Er ist ein Undercover-Polizist. Das Ganze ist auch eine filmische Umsetzung von einer wahren Geschichte. Und er geht undercover bei Motorradgangs, die mit Drogen und Waffen handeln. Ja. Dabei hast du auch ziemlich viel Einsicht. Also es ist eigentlich so, bevor man Sons of Anarchy kennt hat, wo du ein bisschen Einsicht in die Subkultur hinein, hast du einfach den Film Made of Steel gehabt. Was es mit so einer Kutte auf sich hat, dann auch wie die zum Teil musst verhalten, wie da die Ehrenkodex sind und all so Sachen. Und das ist hier halt gezeigt worden, wie ich finde, sehr, sehr gut, sehr, sehr authentisch, wenn man sich ein bisschen mit der Materie befasst hat. Dann hat auch sehr viel wirklich richtig geile Momente, die mit einen sau coolen Soundtrack untermalt sind. Chris Rea zum Beispiel ist ja ganz, ganz prägnant in diesem Film vorgekommen, wo sie sein Motorrad baut. Zum Beispiel läuft der Song Working on It von Chris Rea. Besser hätte man es nicht können einsetzen als Gegenspieler. Nicht zu verwechseln mit dem unsäglichen Typ, der das Supergirl gesungen hat. Das ist eigentlich Rhea Garvey. Ray oder Garvey, so. Ja. So ein unerträglicher Typ. Er hat später noch ein paar bessere Sachen. Supergirl war wirklich schlimm. Nein, also alles ist scheiße, was er ja, also, also jetzt muss ich einfach mal aufhören. Ja, nein, eben, wir reden von Chris Rea. Chris Rea hat schon sehr gute Sachen und gilt auch heute noch als einer der besten Slide-Gitarrenspieler überhaupt. Was sagst du? Nein, ich sage ganz viel. Hat er das mit den Fies gespielt? Nein. Das sind die coolen. Spagat. Super. Ja, das will ich sehen. Trotzdem mal Hey, und hier halt noch als Gegenspieler, als Präsident von dem Motorradclub damals noch wirklich sehr, sehr gut beieinander Michael Madsen. Mhm. Wo halt einfach, er hat so gut in die Rolle gepasst. Einfach so der meist ein bisschen wortkarge, coole Arschcharakter, den du aber irgendwie gleich sympathisch findest. Das ist Michael Madsen. Das kann er einfach spielen. Ich kenne den Film auch. Und das ist ja eigentlich, ist nicht einfach, sind wir ganz ehrlich, ein Abklatsch von Point Break. Einfach in einer anderen Szene.
Also ich meine, das ist nicht jetzt böse, aber, aber es ist eigentlich es ist die gleiche Story. Ich finde den Vergleich gar nicht einmal so schlecht. Ich meine, mit Kurt Russell. Mit dem Patrick Swayze, du hast ja auch mit Fieber, auch wenn er da eigentlich der Bad Boy ist. Oder? Ja, du hast ja auch mit Michael Madsen, ist ja ähnlich, den findest du auch cool. Obwohl, du weißt, er ist nicht in Ordnung eigentlich. Jo. Er ist nicht koscher. Also, ja, obwohl, nein, du... Nein, der Michael Madsen ist einem schon und weniger. Und Keanu Reeves und Charlie Sheen sind schauspielerisch auf ähnlich hohem jetzt Level. Jetzt längt's. Was? Ist doch so? Nein, jetzt nichts gegen mit Charlie Sheen. Wirklich, ey. Also das, wo der Keanu Reeves der bessere Mensch ist als der Charlie Sheen, ist der Charlie Sheen der bessere Schauspieler. So. Ist das so? Ja. Der Charlie Sheen ist auf Charlie Sheen. Das spielt doch nicht. Ja, er kann einfach alles. Saufen und Vögel, ja. Ja. Er kratzt sich relativ häufig zwischen beiden, aber das hat mit der Geschlechtskrankheit zu tun. Das soll nicht, richtig, aber nicht mit dem Albinismus zu tun. Hey, aber er behandelt jede von denen wie sein Kind. Das ist wahr. Er gibt sie nie ab. Nein, das ist wirklich toll an ihm. Oh Mann, jetzt muss ich aufhören. Nein, hey, aber der Vergleich zum Point Break finde ich gar nicht schlecht. Also, ja, nur Point Break war halt eine Kinoproduktion und Man of Steel ist TV-Produktion. Das ist ja irgendwie ein Jahr, zwei vorher rausgekommen, oder? Ja, 1991 war Point Break, 1993 war Man of Steel. Nein, finde ich, hinkt nicht. Einfach eben, die Einsicht in die Szene, ist halt auch da, haben eigentlich auch so ein bisschen einen Aussenseiter-Charakter, der ihn oder ja, doch, ihn einführt. Ja, doch. Nein, finde ich wirklich eigentlich einen sehr, sehr guten Vergleich. Und, und hat einfach weg. Haben wir im Moment. Ja, und einfach wegen der Coolness von diesem Film, wegen dem Soundtrack von diesem Film. Ich habe das schon so oft gesehen. Ich habe die Story wirklich auf und ab nachgelesen. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, wer der Original Daniel Saxon, also das heisst der Hauptcharakter, war. Weil er hat, wie am Schluss gesagt, er hat im Film in einer Komparsenrolle mitgespielt. Ich habe nie herausgefunden, wer es war. Ich habe ein paar Ideen gehabt, aber die sind alle nicht gesehen. Oh, hell. Erzähl. Erinnerst du mich noch daran, dass du mal gegen den Schluss, dass du noch. Du musst mich einfach an erinnern, sagst du einfach Pylone bitte. Ja. Okay. Aha, okay. Dann gut. Schon mal. Dann von einem doch eher alten Film kommen wir noch schnell zu einem neueren Film, den ich jetzt auch zum ersten Mal geschaut habe. Und zwar ist einfach als kleiner Tipp noch, der ist jetzt ganz, ganz frisch auf Sky rausgekommen, letztes Wochenende. Und zwar habe ich mir jetzt einmal den Super Mario Brothers Movie gegeben. Mhm. Wo ja doch ein ziemlich Kino-Hit war, kann man sagen. Riesen-Hit war. Ja. Riesen-Hit. Und ich habe ja überall nur super und toll und alles gehört. Einfach, gut, geben wir uns das jetzt einmal. Also, von mir aus gesehen, positiv, ganz klar, das Optische. Optisch finde ich ideal umgesetzt. Also ja, von den Effekten und alles, da kann man nichts sagen. Story, ja, ist okay. Du, Alex, hast einen Kritikpunkt geäussert, dass die Game... Songs, die wirklich aus dem Game sind, dass die gut eingesetzt sind, aber die normalen Lieder, AC/DC, Aha und so, dass die sehr cheesy eingesetzt sind. Das sind auch die 0815 Lieder, die jeder kennt. Ja, und das habe ich im Fall genau so empfunden. Ah, auch. Ja. Nein, also jedes Mal, wenn man irgendwie wieder einen neuen Sound aus den Games reingebracht hat im richtigen Moment, habe ich das super gefunden. Mhm. Aber eben die normalen Songs, das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gebraucht. Nein. Wirklich nicht. Unnötig gesehen. Genau. Völlig unnötig. Genau. Nein, bin ich voll deiner Meinung. Und was für mich noch ein Kritikpunkt an diesem Film ist, er ist so dermaßen überladen. Er hat so viele Sachen drin, so viele Details drin, wo du gar nicht kannst erfassen, weil es so schnell ist und dort ist das. Wenn du es noch ein bisschen kennst, dann... Wenn du es ein bisschen kennst, dann fällt dir das einigermaßen auf und du merkst irgendwie so, Moment, was habe ich jetzt alles verpasst? Weil es ist wirklich recht viel. Ja. Es hat sehr, sehr coole Sequenzen, gerade durch Luigi im Dunkelland, heisst es, glaube ich. Wo ja eine klare Anspielung ist auf Luigi's Mansion, auch mit dem Düsteren, mit den Geistersounds und alles. Super gut. Die verschiedenen Welten, auch cool. Auch der Kampf gegen den Donkey Kong, wo ja eine Smash Brothers Anspielung ist, die Arena dort, auch sehr, sehr gut. Also,
Hey, insgesamt immer noch ein sehr, sehr sehenswerter Film. Voll. Und darum auch eben der kleine Tipp, er ist jetzt auf Sky draus. Guter Tipp. Mhm. Yes. Also. Und damit hätten wir für diese Woche den Film durch. Dann kommen wir zu der Serie. Und da hat der gute alte Hill Enfield Poltergeist geschaut. Was? Ja, ja, ja. Enfield? Ja. Vierteilige Doku-Miniserie über eine Geschichte, die 77 in London basiert ist. Ist das das, was du in der Vorschau genannt hast, von Apple TV Plus? Absolut. Ja. Okay. Und es wird überall erzählt, das ist so, auf dem basiert schon Conjuring, Annabelle und so, das ganze Horrorgedöns. Oder halt generell auf so Poltergeist-Film. Weil das ist so, als die einzige oder auf die war, also war auf die bedeutendste oder eine von der bedeutendsten Aufzeichnungen ist, was um einen Fall geht, irgendwie 200 Stunden Tonbandaufnahme, x Fotos etc. Mhm. Geht eigentlich um eine Familie, Hodgins oder Hodgson heißen sie. Also, das ist eine Mutter mit einem Sohn und zwei Töchtern, wo in so einem Londoner Haus wohnt, so einem kleinen Backstein-Dings. Und dort drinnen ist ein Poltergeist. Also, es passieren halt komische Sachen. Ein Stuhl fliegt um die Luft, Zeugs und Sachen, oder es klopft irgendwo. Und dann kommt ein Typ, der das aufnimmt, also mit seinem Kollegen, wo irgendwie in der Uni noch zu tun haben, also es sind irgendwie also Wissenschaftler so in dem Sinn. Mhm. Und das auch mit Fotoapparat, also es sind keine Filmaufnahmen, sondern auf das Foto, das sie aufstellen, wo sie dann, wenn sie merken, es passiert, etwas per Fernauslöser auslösen. Bloß immer läuft ein Tonband mit, wo alles immer aufnimmt. Und das Ganze ist eigentlich nachgebaut. Also das ganze Haus haben sie nachgebaut mit Schauspielern, die dann eigentlich synchron spielen, was immer auf dem Tonband passiert. Also du hörst immer das Tonband, während sie eigentlich wie reden. Ja. Mhm. Idee finde ich recht gut. Das Ding ist halt, wenn du zuerst hörst, so Conjuring, Annabelle und so, und du siehst dann so die Miniserie. Sie haben schon ab und zu so die rechten Darsteller, also die rechten Leute, die dort gesehen sind, wo sie Interviews gehen, und sonst ist es wirklich so wie eine Serie, die spielt. Mhm. Aber du stellst dir halt wirklich als anderes vor, weil es ist wirklich halt in London, so als Altbacken. Und du hast halt so durch das ganze Horror-Genre eigentlich so viel mehr, also du erwartest mehr. Mhm. Und die Serie bringt dir eigentlich so ein bisschen die Geschichte über, wo, ich sage mal, so recht in die Länge läuft und so es passieren Sachen, aber du kannst ja nie sagen, okay, ist es jetzt oder ist es nicht was. Mhm. Das ist immer ein Fragezeichen, und das Ganze schleppt sich so ein bisschen halt führen, und also ich habe es ja überhaupt nicht wirklich schockierend irgendeinerweise gefunden. Also nicht irgendwie, dass man dort hockt und denkt, oh mein Gott, irgendwas passiert da, und es hat so ein, zwei creepy Sachen, wo sie so zeigen, und das ist eigentlich unmöglich, dass es passieren kann. Und ich glaube, wenn ein Stuhl durchs Zimmer fliegt und sie rennen auf, ich meine, ja, das könnte es jeder durchs Zimmer werfen. Es ist eigentlich immer so in dem Zimmer, wo die Kinder leben und schlafen. Und so. Und Ding im Endeffekt, es ist spannend, wenn man sich interessiert für so etwas, über die Geschichte auch, wo scheint bekannt sein sollte. Aber man sollte nicht zu viel erwarten, dass man jetzt hier irgendwie, sagen wir, so eine Schoko-Serie schauen. Das ja, klar. Ein Doku, wo etwas zeigt, wo könnt nicht. Mhm. Ja. Mhm. Aber empfehlenswert oder nicht? Vielleicht zum Genre ist empfehlenswert. Okay. Vor allem auch, wie es oft gemacht ist. Ist recht gut gemacht, halt, wie du hörst immer das Tonband. Ja, das ist entspannt. Mhm. Das ist immer das Große und wirklich sie reden, aber. Mhm. Sie dürfen eigentlich nur die Lippen bewegen, aber es ist wirklich das Tonband, das immer... Spannend. Das ist wirklich cool, ja. Ja, das ist mal ein anderes Konzept. Ja. Die Enfield Poltergeist. Okay. Okay. Ja, gut. Dann kommen wir zum letzten Beitrag für heute. Mhm. Und zwar hat der Alex geschaut, South Park Joining the Pandaverse. Richtig. Das neue Special. Sie bringen ja nur noch weniger Folgen aus pro Staffel, dafür immer wieder so quasi längere Folgen.
Die ist jetzt neu rausgekommen auf Paramount Plus das Wochenende, Join the Pandaverse. Und hey, also es ist wieder mal sehr vertrackt. Sie bringen einfach, wie immer bei South Park, oder, die aktuell grössten Themen in der Pop- und politischen Welt eigentlich auf zusammen. Mhm. Einerseits geht es darum, dass der Cartman mit Disney in Krieg zieht, eigentlich mit der Kathleen Kennedy. Weil der Aussehen im Präsent ist oder so. Und, weil einfach alle seine Lieblingsfiguren plötzlich nur noch von Frauen, von allen möglichen, mit allen möglichen Hintergründen, weißt, und Hautfarben eigentlich gespielt werden. Also, ja, und auch er selber. Genau, eben, also Diversität. Von, genau. Die Hälfte habe ich geschaut, weiter ja. habe ich es nicht geschafft. Aber genau, das ist ein Riesenthema. Gleichzeitig ist aber auch AI, dass das allen Leuten quasi Jobs soll wegnehmen soll. Und das wird jetzt einfach hier zeigt, dass es etwas gibt, wo das auch nicht funktioniert. Das sind halt bei Handwerker. Und plötzlich sehen all die Studierten, College-Leute und so, und da ist natürlich wieder da Randy Marsh an vorderster Front. Das sind wieder die, die eigentlich am meisten drunter kommen, weil alle ihre studierten Jobs, ich habe jetzt AI besser. Aber eben alles, was man Hand braucht, da können sie halt nicht. Und da sind plötzlich alle Handwerker sind Götter dort und fahren plötzlich mit fettischen Lamborghinis vor und so. Und, wie die grössten Oberpimps. Und es sind wieder einfach riesige Themen von der Welt, oder, wo so drin sind. Und wie die am Schluss wieder aufgelöst werden und verbunden werden, ist einfach wieder meisterhaft. Das muss man wirklich sagen. Ist es nicht irgendwie die beste Folge, die ich je gesehen habe von South Park? Ganz klar nicht. Aber es ist einfach wieder grandios, wenn man einfach diese Themen so kann miteinander verstricken und zu so einer Lösung aufkommt und gleich wieder so clever eigentlich alles wieder vorführt und natürlich auch wieder komplett unter die Gürtellinie geht, wenn es ja nur möglich ist, in allen Varianten, die du noch kannst wünschen. Ich liebe es. Es ist wirklich einmal mehr grossartig gemacht. Macht keibenmäßig Spass. Ist halt wieder einmal mehr keiben clever. Es ist einfach South Park. Ist clever. Ja. Siehst du, hey, ich muss auch sagen, ich kann jetzt die neue Staffel gerade angefangen, also die letzte Staffel hat gerade angefangen zu schauen. Jetzt kommt sie Stück für Stück auf Deutsch raus. Wir haben es im Special schon davon gehabt. Wenn du einfach gewöhnt bist auf Deutsch, dann ja, ist es halt einfach so. Und also ich schaue sie ab und zu auch auf Englisch, aber das erste Mal muss es nicht so sein. Und auch dort, sie sind jetzt wieder zum Episode-zu-Episode-Konzept zurückgekommen. Nicht mehr so die ganze Staffel ein Thema. Und ich muss wirklich sagen, es gefällt mir einfach viel besser. Nein, ist viel besser. Das kann man ja mal machen, aber jetzt so, ich finde es einfach cool geil, weil sie so viele verschiedene Themen können drin verwerten. Und eben, KI ist ja in einer Folge auch ein grosses Thema gewesen. Grossartige Folge. Also, ja. Die ist ja auch geschrieben worden, komplett. Die haben sie ja nicht sie geschrieben. Die haben sie ja wirklich wie auch immer es heisst, haben sie schreiben lassen. Ja. Ich meine, allein das ist einfach wieder so radikal, es ist einfach so geil. Das kann wirklich, das können nur Trey Parker und Matt Stone. Yeah. Und damit auch ein kleiner Hinweis noch auf unsere South Park Extravaganza, die ist fantastisch geworden, die Folge, habe ich das Gefühl, unbedingt reinhören. Ja. Das ist wirklich auch eine rechte Partyfolge. Da haben wir sogar Gäste gehabt. Ja. Ist noch besser. Ja. Gäste sind immer willkommen. Ja, es gibt gewisse, die sind gar nicht heimgegangen, die hocken jetzt noch durch. Ja, ist wahr. Crazy. Ja. Ja. Darfst du auch Leute sagen, Dave? Nein, das hört man schon. Ja. Ja, er ist eigentlich gar nicht einmal in Mexiko, das stimmt überhaupt nicht. Er verkriegt sich dann einfach immer da im Studio. Er will einfach keinen Kontakt zu euch. Also wenn er euch sagt, er ist in Mexiko, dann liegt euch an. Ja. Er wird dann in dieser Zeit unser Studio bewohnen, darum ist es auch so super, weil er tut wirklich wenigstens so alle Monate mal Staubsaugen. Ja, stimmt ein bisschen, habe ich gesagt. Das ist, weil wir keine Wäschmaschine haben. Ja, aber wir sind ja auch immer und schon noch, und schon noch. Dusche am Ende. Gut, schwierig. Also, join the Pandaverse, gehen wir weiter, komm. Genau. Vorschau, oder? Dann kommen wir zur Vorschau, ja. Los, Hill, los. Was kommt denn serienmäßig raus? Serienmäßig? Ja, da kommt 1, 2, 3 Netflix, 2.11. Alles Licht, das wir nicht sehen. Das ist so eine französische, das passiert in Frankreich, eine Jugendliche, Marilyn ist blind und kreuzt sich so in Frankreich mit einem deutschen Soldat und die versucht dann so durch Gefahr vom Zweiten Weltkrieg so zu überleben. Nicht recht viele bekannte Schauspieler. Buch kenne ich nicht, aber es sollte glaub, noch recht was hergeben. Dann haben wir noch Ferry, die Serie. Irgend so eine Drogendings. habe ich nicht mehr dabei, aber Ferry, mal reinschauen. Paramount Plus ist am 5.11. Ist Lawman, heisst es, glaube ich. Ist von Buzz Reeves.
ist ein Spin-off von dem berühmten Yellowstone-Universum. Vom Serienschöpfer Taylor Sheridan. Ist so eine Miniserie, begleitet den US-Marshal Buzz Reeves. Das real existiert und ist der erste afroamerikanische Deputy im Wilden Westen gesehen. Und ist, wie gesagt, ein Spin-off von der Yellowstone-Serie, also von dem Universum. Auf Paramount Plus, am 5. kommt das. Und dann haben wir noch Sky, 1.11. Dann habe ich Beyond Skinwalker Range, das ist eine Doku über Skinwalker Range, heisst die. Wo gerade immer so mysteriöse Sachen passiert sind. Und die dient dort in der Doku so ein bisschen ringsherum schauen, was so sonst schon so passiert ist. So ein UFO-Gedöns-Dings, auch so drauf steht. Und dann haben wir am 7.11. Winning Time, Aufstieg der Lakers-Dynastie, Staffel 2. Ein Basketball für Alex. You. Und sonstige Basketballfans. Und sonstige Basketballfans. Soll noch ein, zwei gehen. Ja, wir erzählen es ja. Ja. NBA-Saison hat angefangen, ist so geil. Es ist ja wieder jedes zweite Spiel wieder Highlights, ist der Wahnsinn. Es ist absolut. Also ich weiß nicht, wieso wir noch Fußball schauen, Jungs, ohne Witz. Hey, ich habe ja auch schon. So dumm, ich habe ja auch schon vorher gesagt, ich fange jetzt auch wieder an NBA schauen. Ja, es ist so viel besser. Ist nicht alles, wenn wir schauen, dann Highlights. Ja, kommt ein bisschen davon. Ja. Für Außenstehende ist sicher lustig. Ja, scheint, ja. Ja, so für GC-Fans. Ja, ja, die finden es sau glatt, was ja, gerade genau passiert. Ist klar. Okay, also was das gesehen von der Serie? Ja, das war's. Okay. Also bei den Filmen, hey, es kommen ein paar Sachen raus, aber die cool meisten Sachen irgendwie nicht so wirklich nennenswert. Ich habe eine, das ist eine Warnung. Und zwar kommt auf Paramount Plus am 9. November raus Furiosa. Hat nichts mit Mad Max zu tun. Ich habe es extra nachgelesen. Und zwar ist das ein polnisches Krimi-Action-Drama. Hat nichts mit Mad Max zu tun. Heisst einfach Furiosa. Also lasst euch nicht irgendwie falsch fertig werden. Aber wettet ihr, die jetzt so halb am Einschlafen uns gelost haben, die so, oh, Furiosa kommt raus, voll geil, Mad Max. Guter Tipp vom Spike. Ja. Das hagelt wieder Beschwerden, Mädels. Ja. Nein, nein. Eben nicht. Obwohl, die Story klingt grundsätzlich nicht einmal so schlecht. Also, gelten vielleicht die gleiche Chance, wer weiß. Dann kommt aber am 1. November, also am Erscheinungstag von dieser Folge, schon etwas vom Grössten von diesem Jahr raus auf Netflix, und zwar Spider-Man Across the Spider-Verse. Ah, sehr schön. Ja. Wo der Alex und ich mal so richtig schön an einer Pressevorführung gesehen sind, das ist noch... Ja, man muss mal erlebt haben. Obwohl, so Dienstagmittag für Zürich reinfahren ist schon scheiße. Ja, nicht nur Vorteil gehabt, das schon. Hey, cool. Du quasi deine dreistündige Mittagspause so verbracht und ich den Tag frei genommen, bin auf Zürich gefahren. Ja. Wie man es halt macht. Ja, aber nur für einen Podcast. Ja, ja, du hast ja nicht, sonst würde ich nicht machen. Nein. Ja, also, das wär's schon gesehen. Alex, was kommt denn ins Kino? Du irgendwie nicht. Das ist gut. Also, es kommt einiges, aber irgendwie alles nicht. Also, es kommt Sample comme Sylvain, irgendeine Romanze. Room on the Broom, irgendwie so ein Animationsfilm mit einer Hex, aber das ist irgendwie, wo von einem Drachen verfolgt wird. Also das ist ja mein, das ist irgendwie ein Drogentrip. Mhm. Dann ist es doch schlecht geworden. Ja, aus dem 2012, ich weiß gar nicht, wie es nochmal ins Kino kommt, keine Ahnung. Da kommt L'Ombra di Caravaggio, so halb biografisch über den Künstler Caravaggio, der sich da irgendwie hat wollen, von seinen Sünden befreien, weil er irgendwie, glaube in der Mafia innen noch gesehen und da zum Papst geht und sagt, hey Papst, es läuft. Keine Ahnung, interessiert keine Sau. Neue Geschichten von Pumuckl kommt. Oh. Also eine Serie, also Pumuckl kennen wir noch. Hurra, hurra! Kennen wir noch, oder? Nee. Meister Eder. Ja, und da kommen wir anscheinend neue Folgen. Mit einem neuen Meister Eder, so einem Jungen. Ich weiß nicht, ob ich da mal so reinschaue. Aber auch hier, ihr merkt jetzt schon wieder etwas, was wir auf Drogen eigentlich reinzupfen müssen. Dann haben wir, was noch rauskommt, The Driven Ones. Das ist ein Doku und das ist jetzt wirklich, also das ist wieder das, was am Schweizer Film einfach falsch läuft, meiner Meinung nach. Ohne das gesehen zu haben, ist ein bisschen gemein von mir zu sagen, aber so etwas wie, so etwas wie Geld ist eine Doku über fünf junge Frauen und Männer, die das Masterprogramm, warte mal, nachlesen, Strategy and International Management von der Uni St. Gallen den, machen. Und ja, quasi wer das realisiert dort, der gehört quasi schon zur Wirtschaftselite dazu. Aber natürlich wird das nicht allen Erfolg bringen. Wer interessiert so etwas? Ich kann kein Less. Aber bon,
Ist doch schön, schaut man das. Und dann kommt etwas raus, wo ich sehr, sehr viel Gutes darüber gehört habe, weil es einfach kaputt macht. Und zwar Brainwashed, Sex Camera Power. Das ist ein Doku über Sexualisierung von Frauen in Filmen. Und ich habe mir das jetzt von ein paar Leuten, die das gesehen haben, an Festivals etc. schon sagen lassen, dass wirklich, wenn du das geschaut hast, als Mann, du fühlst dich so dreckig, weil du hast, weil so viele Sachen, die so übersexualisiert sind, wo die aber in dem Moment, weißt du, die gar nicht so vorkommen. Also, weißt du, es geht nicht nur um Frauen, die einfach in Unterwäsche die ganze Zeit rumsäckeln, sondern so eher ein bisschen so versteckte, eigentlich sexuelle Sachen. Weißt du, wo du einfach so merkst, so, wo du gar nicht weiter darüber nachdenkst. Und dann sagt einfach jemand, ja, aber wieso hat jetzt überhaupt sie diesen Weg gewählt? Und würde das eine Frau je so machen? Wenn es so ein Mann gewesen wäre, wäre das auch so gegangen? Nein, weiß nicht, fuck. Und du merkst einfach, wie Hollywood einfach. Ja, Frauen wirklich als Sexobjekt in Filmen benutzen. Und nicht nur kleine Regisseure, sondern auch so Leute wie Tarantino etc. kommen drunter. Muss anscheinend recht eye-opening sein, wenn man so gerne sagt auf also, Englisch. Werden da konkrete Beispiele genannt? Ja, okay. Ja, sehr konkrete Beispiele. Okay. Also könnt ihr auch mal den Trailer reinziehen. Da kommen wirklich die grössten Filme, die ihr eigentlich so kennt, werden dort zelebriert und gezeigt. Und auch einige Schauspielerinnen, die eben genau unter dem gelitten haben oder ihre Karriere an den Nagel gehängt haben wegen so Sachen. Eine andere Ansicht von dem. Also wo es nicht einfach nur um MeToo geht, sondern darum geht, hey, keine Ahnung, in den 80er Jahren bei gewissen Castings, gerade bei so Horrorfilmen, da hast du einfach gesehen, das Casting ist reingekommen und hast gesagt, ja, lüpfe mal die Töppli. Ah ja, doch, die Titel kann man gut zeigen, ja, so in diesem Stil. Klar. Und das muss recht daneben sein. Wie? Tarantino, du hast immer zu fies Wellen zuerst sehen, oder? Das ist richtig, ja. Ja. Du hast immer Barfuss müssen kommen. Ich glaube, es sind wirklich ganz, ganz wieste Geschichten, die da kommen. Könnte auf dem auch noch recht spannend sein. Ja, tönt extrem. Das ist die einzige wahre Empfehlung neben Hurra! Pumuckli Woche. Hey, tönt interessant. Das ist also, ein Barfuss. Yes. Ich glaube, da muss ich mal irgendwie mal. Jo! Es ist ja Doku, gell, ob wir das im Kino sehen, aber hey, geh doch einfach immer ins Kino. Mal schauen. Weil ich kann schon ein bisschen vorweg schicken, nächste Woche kommt auch nicht wahnsinnige Bretscherfilme aus. Das ist wirklich, die letzten Wochen sind wirklich crazy gesehen. Mhm. Aber jetzt, die nächsten paar Wochen, die werden wieder ein bisschen entspannter. Kann man wieder ein bisschen das Geld sparen. Oder ein bisschen mehr Geld sparen. Hey, oder man legt den Fokus zum Beispiel auf so The Ones We Love-Vorstellungen, die jetzt richtig sind, wo noch immer wieder mal etwas ist. Die ganze Retrospektive, genau, das ist richtig. Genau. Ja. Macht das, schaut mal auf die Webseite, stimmt mal ein bisschen ab für eure Kinos in eurer Nähe und könnt mal dort schauen. Absolut. Hey, du musst mich im Fall an etwas erinnern. Lohne. Ah, danke schön vielmals an die Erinnerung. Was? Es ist folgendes. Vor zwei, drei Wochen habe ich ja in der Wochenendfrage auf Social Media, oder? Am Freitag habe ich aufgerufen, weil ich so gerne mein Pylonenspiel präsentiere. Oh, also Pylonen, oder? Zum Strassenabsperren, auf denen spiele ich ja gerne Lieder. Mhm. Und da sind tatsächlich irgendwie etwa 20 Sachen gekommen. Und ich habe gefunden, ich müsse die dann irgendwann auch mal spielen. Unbedingt. Und die letzten zwei Mal, wo wir Rückblick gemacht haben, da habe ich ja nicht können, weil da habe ich von daheim aus aufgenommen. Und daheim darf ich keine Pylonen mehr haben. Was? Ja, früher hatte ich ganz viele Pylonen daheim. Ich bin nicht bei mir daheim gewesen. Bei mir daheim habe ich doch immer Pylonen bereit zum Spielen. Ah, ich habe schon gedacht, Ding Dong hat das verboten. Nein, nein, nein. Ding Dong liebt Pylonen. Ding Dong liebt Pylonen? Meine Katze, für die, die es nicht wissen. Egal. Und ich würde sagen, ich fange doch gerade mal mit einem an. Ich will jetzt einfach über die nächsten Wochen immer zum Abschluss der Folge dich schnell einen Song spielen, ein bekanntes Theme oder Lied aus einem Film oder aus einer Serie. Und ihr dürft dann schön roten, was ist so als Abschied von der Folge. Das was sagst du dazu? Ich würde sagen, das etablieren wir. Ja. Und dann können eben die Leute auch vorher schon abschalten. Darum würde ich sagen, wir verabschieden uns in das Spiel und dann kommt auch das Outro. Ist gut? Also, liebe Leute, es hat uns gefreut. Es war schön mit euch. Besucht uns auf Social Media. Die und uns überall gut bewerten. Und jetzt kommt das Letzte, und zwar der Alex am Pylon. Richtig. Und der Wunsch kommt vom Remind 89. Das Lied ist nur für dich.
Gefühl, wenn er nüchtern ist. Ja, hat er es erkannt? Ja, das ist Knight Rider, gell? Ja, ja. Na, stimmt.